Juni 2015 mit 22 Masterstudierenden nach Ostmitteleuropa gefahren, auf einen Feldkurs, eine Exkursion in die Grenzgebiete Ungarns und der Slowakei sowie der Ukraine. Es gibt sich mal den thematischen Fokus, der auf eine Vorlesung in politischer Geografie aufbaut, in der wir theoretische Grundlagen bearbeiten, die in der politischen Geografie eine Rolle spielen. Ein Thema sind Grenzen, sowohl physische als auch mentale Grenzen. Dann haben wir in einem Seminar gewisse Inhalte vertieft. Also wir haben ein Seminar durchgeführt zu Selbstbestimmungsfragen in Europa. Da spielen Grenzen eine Rolle, da spielen Minderheiten eine wichtige Rolle. In der Frage von Selbstbestimmung, Fragen der Identität, der Identitätskonstruktion. Ich kann den Studierenden in der Vorlesung 20 Mal ein Bild von einer Grenze zeigen. Wenn sie die Grenze dort vor Ort nicht sehen und mit den Leuten vor Ort nicht sprechen, dann können sie nur bedingt eigentlich einschätzen, ja, was das überhaupt heißt für den Alltag. Das zeigt auch, wie gut es aufgegleist war. Wir hatten ein Semester vorher eine Vorlesung zur politischen Geografie. Gleichzeitig besuchten wir noch ein Seminar. Und dort ging es auch um Minderheiten, aber auch alternative Lebensformen. Also wir hatten dort eigentlich schon eigentlich die Möglichkeit, dort uns Wissen anzueignen und dass man das nachher noch in einer ja, zehntägigen Exkursion dann live vor Ort, sage ich jetzt mal etwas wie das salopp sehen kann, dass ja, eigentlich so wie man sich es vorstellt, oder? Wir haben ein Thema ausgewählt vor der Exkursion, haben das bereits bearbeitet und haben ein Handout erstellt für die Exkursion. Also wir haben so ein Exkursionsführer gemacht mit verschiedenen Handouts der Studierenden, mit Karten natürlich auch. Und das war die Grundlage, die sie dann auch im Bus nach vorne nehmen konnten und das auch lesen konnten und oder begleitend zu den Vorträgen anschauen konnten. Es gab immer eine Gruppe von zwei Personen, die ein Thema behandelt haben, also zum Beispiel die Roma in der Slowakei, die Roma in der Ukraine, die Ungarn in den Nachbarstaaten, Slowakei und Ukraine, die Karpatendeutschen, die Juden in Ostmitteleuropa. Das habe ich eigentlich ziemlich vorgegeben, halt basierend auch darauf, was wir dann vor Ort gesehen haben. So haben wir auch die Vorträge im Bus getimed. Sie haben einen Input gekriegt von ihren Kommilitoninnen, Kommilitonen und haben dann diesen Ort besucht oder diese Vertreterinnen und Vertreter besucht und waren dadurch auch auf diese Gespräche vorbereitet. Dieses Stichwort Reflexionsgruppen ist immer wieder gefallen. Die spielen offensichtlich eine große Rolle. Wie habt ihr die gestaltet? Welchen Stellenwert, welche Funktion hatten die? Die Reflexionsrunden waren sehr wichtig, um Erfahrungen zusammenzutragen, zu diskutieren. Gleichzeitig fand aber auch eine Reflexion statt, eigentlich zwischen den Studierenden. Also einige haben mir gesagt, ja, weißt du, sind wir am Abend noch ein Bier trinken gegangen und haben immer noch darüber gesprochen, was wir da erlebt haben. Und ja, wenn man es in eine Vorlesung macht, dann 2 Stunden Vorlesung oder 1,5 Stunden Vorlesung, geht nach Hause und man ist wieder weg, also da ist man nicht im Thema drin und hier ist man wirklich konstant einfach irgendwie drin, auch wenn man vielleicht abschalten möchte. Teilweise war es schon ziemlich dicht dann geladen, nach 4 Treffen noch eine Reflexionsrunde ma zu machen. Aber ich glaube, also die Reflexionsrunden sind eigentlich etwas vom Wichtigsten der ganzen Exkursion. Also die Reflexion findet eigentlich konstant statt, nicht nur in diesen Reflexionsrunden, die aber sehr wichtig sind, um auch ein bisschen das Konzeptionelle, das Theoretische auch einzubringen und ja, vielleicht das Erfahren auch auf eine Metaebene zu heben. Es gab schon auch für mich neue Erkenntnisse. Also ich denke, das ist auch für Dozierende spannend, also auf einer Exkursion, dass sie auch neue Personen kennenlernen, neue Eindrücke erhalten, ja, auch neue Forschungsergebnisse eigentlich, kann man sagen. Ich denke, es ist auch sehr wichtig, dass man wirklich versucht, so all seine Ressourcen, sei das inhaltlicher Art, aber auch das Netzwerk, das auch in Wert zu setzen, das man über die Jahre vielleicht aufgebaut hat. Und
ja, das trägt sicherlich dazu bei, dass man eine erfolgreiche Exkursion auch durchführen kann. Wir hatten auch das Glück, jetzt mit Bela Philipp jemanden dabei zu haben, der die Sprache in den meisten Orten gesprochen hat. Also ich denke, ohne das hätten wir einige Punkte nicht gemacht. Auch wenn man völlig davon überzeugt ist, dass man der beste und einzige Experte für dieses Thema ist, wirklich mit einem Team arbeiten. Also mit einem Team auf die Exkursion fahren oder ins Feld fahren. Weil 10 Tage volles Programm schafft man alleine nicht.